Er führt uns heute erstmal in die 60er. Rund 100 Ausgaben gab es damals, Mitte des Jahrzehnts, von Jazz, Lyrik, Prosa. Das ist die Veranstaltungsreihe, die uns unter anderem Aufnahmen vom singenden Manfred Krug gebracht hat, vom Jazzer Manfred Krug und natürlich, Sie erinnern sich vielleicht, das Flugwesen. Es entwickelt sich, dieser Satz von Michail Soschenko, die Kuh im Propeller, der Text, den er dort so erfolgreich vorgetragen hat, rauschende Erfolge gefeiert. Bei Jazzlyrik Prosa hat man auch die Sängerin Ruth Hohmann erlebt, Schauspieler wie Eberhard Esche, Anne-Kathrin Bürger, die waren alle mit von der Partie, am Anfang sogar Wolf Biermann. Organisator dieses Veranstaltungshits war Werner Josch Sellhorn, eine Jazz-Koryphäe. Die Idee zu Jazz-Lyrik-Prosa war genau genommen ein Trick seinerseits, um Jazz auf die Bühne zu bringen. Sellhorn starb heute vor 15 Jahren, am 17. Mai 2009, der Stichtag von Sven Hecker. Ein Jazzpionier der DDR, so heißt es über Werner Sellhorn in Nachrufen im Mai 2009. Ein nimmermüder Organisator von Jazzveranstaltungen, gar der Dr. Jazz der DDR, wobei ihn in der Szene kaum jemand Werner nannte, sondern Josch, nach dem schwarzen Bluessänger Josh White, für den sich Sellhorn einmal begeistert hatte. Geboren 1930 in Hamburg, verschlägt es den jungen Sellhorn nach dem Zweiten Weltkrieg in den Osten Deutschlands und damit in die spätere DDR. Mitte der 50er Jahre, dann verfällt er dem Jazz. In einem Ostberliner Club gibt es wöchentliche Treffen. Und wir machten dann auch Konzerte vom Jazzclub aus. In dem Raum des Kabaretts Die Distel, da haben wir das erste große Jazzkonzert in Ostberlin gemacht. Das muss so 1957 gewesen sein und es war auch ein schöner Erfolg, aber es gab immer viel Ärger damit. Ärger, weil den Funktionären der frühen DDR der Jazz als Musik des US-amerikanischen Imperialismus gilt. Und Sellhorn, der Jazzkonzerte organisiert und moderiert, wird deshalb 1962 ins Kulturministerium zitiert. Da wurde mir gesagt, wenn ich weiterhin öffentlich mit Jazz in Erscheinung trete, dann würde ich ein Schlagzeug kennenlernen. Und zwar das natürliche Schlagzeug, was Arbeiterfäuste wären. Vom Jazz lässt Sellhorn dennoch nicht. Als Werbeleiter beim Verlag Volk und Welt findet er einen neuen Weg. Da wollten wir eine Werbeveranstaltung machen. Eine Veranstaltung mit Werbung für Bücher des Verlages. Und da kam ich doch auf die Idee, durch die Hintertür jetzt den Jazz wieder einfließen zu lassen. Und das ging dann auch. Mit Jazz und Lyrik starteten wir im Jahr 1964. Ein Star der Veranstaltungsreihe ist Manfred Krug. Den hatte Sellhorn als Sänger Ende der 50er Jahre entdeckt. Die Veranstaltung tourt durch die DDR, wird ein Renner und erweitert um Prosa 1965 erneut aufgelegt. Allerdings kommt es dabei zu einem Politikum, als der in Ungnade gefallene Liedermacher Wolf Biermann eine Veranstaltung besuchen will, wird er festgenommen. Die Künstler weigern sich daraufhin, das Konzert zu beginnen, bis Biermann wieder freikommt. Was tatsächlich passiert, doch die mutige Konfrontation mit der Staatsmacht hat Folgen für die Beteiligten, auch für Sellhorn. Und ich wurde aus dem Verlag geschmissen und bis zum Ende der DDR durfte ich nicht mehr in einem belletristischen Verlag arbeiten. Freiberuflich kann Sellhorn jedoch weitermachen als Lektor, Herausgeber oder Autor für Nachworte oder Covertexte für Jazzplatten. Zudem organisiert und moderiert er Konzerte, managt Bands, tourt mit Vorträgen durch die Republik. Indes, nach dem Fall der Mauer, fällt ein Schatten auf sein Wirken. Eine IM-Tätigkeit wird bekannt, zahlreiche Gespräche mit Stasi-Leuten. Sellhorn wird als Chefredakteur der Aufarbeitungszeitschrift Horch und Guck entlassen. Sellhorn arbeitet weiter im angestammten Gebiet, beginnt zudem an einer Autobiografie zu schreiben. Seinen letzten Auftritt als Moderator absolviert er im Februar 2009 in der Komischen Oper Berlin. Wenige Monate später, im Mai 2009, stirbt Josch Sellhorn. Seine längst legendäre Veranstaltungsreihe Jazz, Lyrik, Prosa hatte er 1997 wiederbelebt.